Dieser Multi-Platin-Mix-Engineer räumt jetzt mal so richtig auf mit Equalizer. Bla bla bla. Er gibt zu, dass er auch nicht alles weiß. I'm not a tone meister. Und dann regt er sich auch noch über mich auf. What the hell are you talking about? Wirklich über mich? Finden wir es raus. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video hier im Recording-Blog, meinem Kanal, in dem ich dir ja in über 400 Videos jede Menge Tipps und Tricks zum Abmischen von Musik verrate. Und jetzt kommt dieser dahergelaufene Grammy-Profi namens Andrew Scheps um die Ecke und sagt in einem Interview, das ist doch alles Quatsch. Alles Quatsch, was ich sage? Alle Tipps für die Mülltonne? Nee, zum Glück natürlich nicht, aber es ist trotzdem sehr erfrischend, sich von einem gestandenen Profi nochmals an die wirklich wichtigen Dinge beim Abmischen von Musik erinnern zu lassen. Und so viel darf ich dir jetzt schon verraten, es sind nicht minus 14 LOFS. Andrew Scheps ist einer der erfolgreichsten Mix-Engineers dieses Planeten und zudem offensichtlich auch noch einer der angenehmsten Zeitgenossen im Musikgeschäft. Umso interessanter, wenn man dann ein Interview mit ihm sieht, in dem er allgemeine Tipps, die du auch bei mir immer wieder hörst, nicht grundsätzlich verteufelt, sondern einfach sagt, ja, das sind Techniken und die sind auch vollkommen okay, wenn sie dir helfen, dein Problem zu beheben, das du gerade hörst. Mit Betonung auf Problem, das du hörst. Weil, that's your job. Mit anderen Worten, wenn du ein Signal in den Mix schiebst und du kein Problem hörst, dir also nichts negativ auffällt, dann musst du auch nichts machen. Beispiel gefällig? Okay, es gibt zum Beispiel den Tipp mit Sweepen nach störenden Frequenzen im Signal zu suchen. Und Andrew Scheps selbst sagt dazu, that's the best way to find annoying cymbal frequencies that you want to dip out. Und im selben Atemzug gibt er sogar noch zu, I'm not a tone meister, I can't listen to it and say 3783, that's the frequency, like fuck, I don't know, it's somewhere between 2 and 5k. Andrew kann dir also auch nicht auf den Kopf zu sagen, welche Frequenz ihn stört, er weiß aber ungefähr, wo er suchen muss und mit Sweepen findet er sie dann auch. Und du natürlich auch, denn das machen ja alle so und auch Andrew Scheps, also Top-Tipp. Kommen wir aber nochmal zurück zu that's your job, is to hear the problems and fix them. Gemeint ist damit, dass du die Probleme im Mix hörst. Also wenn du das Signal in den Mix schiebst und dann eine Frequenz hörst, die dich in dem Zusammenhang nervt, dann kannst du mit Sweepen auf die Suche gehen und das Problem, also die störende Frequenz, dann finden und das Problem beheben. Great. Nicht gemeint ist, vor dem Mix alle Signale einmal solo durchzusweepen, um noch vor dem Mix schon vermeintliche Probleme zu suchen, die im Mix vielleicht gar nicht existieren. Zumal du garantiert jede Menge nervige Frequenzen finden wirst. Wenn du nämlich schmalbandig mit plus 16 dB ein Signal abfährst, dann ist quasi jedes einzelne Signal, jede einzelne Frequenz nervig. Also spar dir bitte die Mühe und such mit dem Sweepen wirklich nur nach Frequenzen, die dich auch wirklich in dem Moment im Mix stören. Das gleiche gilt übrigens auch für den Low-Cut oder auch High-Pass, wie Andrew ihn nennt. Und da ja, pickel ich mir jetzt mal selber ans Bein, also zumindest halb. Denn der Low-Cut ist natürlich grundsätzlich ein feines Hilfsmittel, um den Bassbereich aufzuräumen. Aber auch hier sollte man nicht in vorauseilendem Gehorsam einfach vor dem Mix schon mal in jedem Signal solo schon einen Low-Cut auf alles draufschmeißen, was nicht Kick und Bass heißt. Ja, ich weiß, ich habe das schon mal in einem Video so empfohlen, denn das hilft gerade am Anfang einer Mixkarriere enorm, wenn man noch nicht so gut und detailliert hören gelernt hat. Aber wenn du schon etwas länger dabei bist, sollte die Reihenfolge eigentlich sein, schieb das Signal erstmal in den Mix rein und wenn es dann untenrum ein bisschen zu unaufgeräumt klingt, dann hast du das Problem also erkannt, benannt und dann ist der Low-Cut auch das Hilfsmittel deiner Wahl. Dazu hat Andrew übrigens folgende Geschichte erzählt. There's a Rival Sons track I mixed where if I had gone track by track, I would have high-passed the room mics because there was a bunch of bass bleed into the room mics for the drums. And it would have ruined the fucking song. Because that bass messiness made it sound gigantic. And I never even would have heard it if part of my process was to go through every track and set my high pass filters to where I thought they should go. Ich liebe Geschichten wie diese, denn das zeigt mal wieder, wie unkonventionell und kreativ das Mischen von Musik ist oder zumindest sein sollte. Aber brechen wir das Ganze nochmal runter auf drei Gedanken, die dich grundsätzlich in jedem Mix leiten sollten und die natürlich nicht nur für Equalizer, sondern auch für Kompression, für Hallräume, für Automation und so weiter gelten sollten. Also, take care of problems when the problems exist. Don't go looking for problems. Kümmere dich also um Probleme, wenn die Probleme existieren, aber such nicht explizit nach den Problemen. 99% of the time you should just be reacting to what you hear. Don't do stuff because you think you're supposed to. 99% deiner Zeit beim Mixen reagierst du also auf Sachen, die du hörst. Mach also nicht Dinge einfach nur, weil du glaubst, dass man sie so machen muss.
You go from something that you don't want to hear to something that has nothing in it that you don't want to hear. Du kommst von einem Punkt, wo du Dinge hörst, die du nicht hören willst, und bewegst dich zu einem Punkt, wo du nichts mehr hörst, was dich stört. Und dann weißt du auch, wann dein Mix fertig ist. Wenn du nämlich nichts mehr hörst, was dich stört, dann ist der Mix fertig und dann solltest du auch weiterziehen. Und um das auch nochmal eben klarzustellen und zu entmystifizieren, wenn du den Song einige Zeit lang nicht gehört haben solltest, wird dir beim nächsten Hören mit Sicherheit wieder etwas auffallen, was du anders machen würdest. Denn du entwickelst dich ja auch weiter, du lernst noch besser zu hören und lernst auch weitere Techniken, für die, wie natürlich für alle Tipps auch gilt, du kannst sie benutzen, aber du musst es nicht. Und wenn du jetzt dein Wissen rund ums Sweepen noch mal ein bisschen auffrischen willst, dann findest du weitere Informationen hier in diesem Video. Da sehen wir uns dann. Bis die Tage, mach's gut und Yassou!